Ich bin mit meiner Frau zusammen hier seit 5 Jahren an der Amano Christian School. In Sambia gefällt mir vor allem, dass die Leute mega freundlich sind. Überall, wo man ist, gibt es Smalltalk und wird einem geholfen. Das ist echt schön. Mir gefällt an der Amano-Familie, dass man schon füreinander einsteht, füreinander betet, sich gegenseitig trägt und ermutigt und auch herausfordert. Was mich begeistert hier ist, wenn ich sehe, dass Schüler im Glauben wachsen, wenn Schüler zum Glauben finden, wenn ich sehe, dass Schüler ihr Potenzial entwickeln, wenn sie ihre Gaben entdecken und sie ausprobieren und sehen, dass sie mehr können, wie sie gedacht haben. Das genieße ich hier sehr, dass ich eben nicht nur einmal in der Woche reinkomme, sondern wirklich begleite in Höhen und Tiefen, im Glauben, aber auch persönlich. Dass ich sehen darf, wie Charakter wächst, dass ich aber auch sehen darf, wie Glauben wächst. Das ist so ein Herzschlag von mir, an Leuten dran zu sein, ganz nah. Ich sehe es als ein Privileg an, hier sein zu dürfen und Gott hier dienen zu dürfen. Und ich merke, wie er mich hier natürlich herausfordert, einfach auch neue Aufgaben wahrzunehmen. Ich habe echt gelernt, in der Zeit hier gnädiger zu werden. Ich merke aber, dass man mehr auf ihn angewiesen ist in vielerlei Dingen, dass wir mehr abhängig sind von ihm und mein Glaube dadurch auch sich mehr abhängig macht von Jesus.